Hallo, ich meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen im Landwirtschaftssimulator 22. Ich bin die Maritzel und wir befinden uns hier auf der Map Niemandsland und jetzt im Moment gerade vor meinem Wohndomizil hier. Naja, ich mache mal die Anzeigen an. Wir sind jetzt im Juli, ich habe zweimal vorwärts spulen müssen, damit es hier weitergeht. Ich habe festgestellt, dass wir jetzt ernten können und zwar ist der Raps reif. Hier oben das Feld und auch hier der Hafer. Und ich vermute mal, die Wiesen können jetzt gemäht werden. Ich gucke gleich mal nach. Das sieht gut aus. Ja, die können wir auch endlich abmähen. Es ist nicht mehr Futter. So, wir hatten ja letztens einen Mähdrescher gekauft. Dann kommt der jetzt mal endlich zum Einsatz. Da können wir gleich mal loslegen. Ja, da ist er. Den setze ich eben mal schnell ans erste Feld an. Und der kriegt auch einen Abfahrer. Und dann müssen wir uns erstmal um die Tiere kümmern. Ich bin mir sicher, da ist jetzt einiges zu erledigen. So, mein Guter. Wir haben jetzt hier 14 Meter Arbeitsbreite. Das ist das Feld Nummer 3. Die 3, was haben wir da drinne? Noch nichts, also ganz klar. Dann werden wir mal einen Kurs für den erstellen hier. Shop erstellen, Kursplay, Feldarbeit, ganz klar. Feldposition. Jo, ich weiß nicht so recht. Ich setze das mal hier drüben hin. So, Kursgenerator öffnen. Wir haben 14 Meter. Ich mache ein Vorgewende, das reicht. Ich habe ja ringsherum keinerlei Zaun, Mauern oder irgendwas. Ich lasse das auch auf weich. Eine Reihe überspringen brauche ich nicht. Denke ich mir mal. So, Kurs generieren. Ja, das sieht nicht schlecht aus. Und hier kommen wir auch nicht zu nahe an die Bäume ran. Da ist ja auch noch ein bisschen Platz dazwischen. So nehme ich das. Also das Feld Nummer 3 werden wir mit 14 Metern dreschen. Was war denn das jetzt? Das habe ich schon ein paar Mal gehabt. Was ist das? Ich habe doch hier reingeklickt. Kurs speichern. Feld 03. Mit 14 Metern. So. Zurück. Und ich denke mal, ich habe hier bei dem noch nichts eingestellt. Das sollte ich auch noch machen. Ich bin aber gerade nicht sicher. So mache ich das. Das ist auch in Ordnung. Das ist auch alles klar. Das nicht. Also ich habe es noch nicht eingestellt. Automatisch auftanken, das mache ich lieber von Hand. Das klappt mit dem großen Gerät da vorne beim Händler ganz sicher nicht. Das werde ich mir dort angucken. Ich schicke den dann von Hand dahin, um das zu sehen. Wenn es klappt, kann man es immer noch automatisieren, ne? Parken am Ende, jawohl, das ja. Das lasse ich alles. Anwenden. So, und dann haben wir ja hier die Geschichte noch. Das will ich nicht. Das machen wir so. Okay, haben wir hier noch was drin? Nee, hier nicht. Also alles anwenden. Da gehe ich jetzt nochmal hier rein. Denn da ist noch was zu tun, da bin ich mal ganz sicher. Ich gehe erstmal dahin. So, das ist alles klar hier. Und hier messe ich nochmal rein. Siehst du, hier muss ich das auch deaktivieren, ganz klar.
Das ist anderes alles. So, und hier mit dem Früh, Spät, das muss ich natürlich auch machen. Spät, Früh. So. Haben wir noch was zu erledigen? Das brauche ich nicht. Ich habe ja keinen Schneidwerkwagen. Das lasse ich weg alles. Entlade im ersten Vorgewende. Bleibt aktiviert bei mir. Ach, hier. Geht gar nicht mit 100 wie in der anderen Einstellung. Das ist aktiviert, das ist schon mal gut. Feldarbeit. Da lasse ich ihn so, wie er jetzt eingestellt ist. Oder gehe ich auf 30? Ja, doch, auf 30 können wir schon gehen, denke ich. Oh, wenn es ein bisschen hügelig ist. So. Wendemanöver. Das kann er mit 15, denke ich mal. Und hier rückwärts mit 10, das ist sicherlich auch möglich. Alles andere ist ja okay. Speichern gehe ich mal. Das hat noch nie geschadet. So, jetzt wollen wir mal gucken. Ersten Wegpunkt kriegst du. Und hier kriegst du noch dein Feld. Wir fahren zur 3. Und dann kannst du dort anfangen. Ich hoffe, das funktioniert. Zumindest fährt er los, also die Linie ist nirgendwo unterbrochen. Er sollte ankommen. Wir schauen mal eben zu, um sicher zu gehen. Ja, genau. Die Wiese hier ist auch zu ernten. Okay. Ja, kämpf dich da hoch. Ich habe ja die ganze Linienführung hier alles neu gemacht gehabt. Offscreen. Die Feldgrenze hier akkurat gezogen, wie weit mein Land geht. Hier links, das gehört mir nämlich schon nicht mehr. Hier rechts, das ist alles meine. Und die Linie hat nicht gestimmt hier. Die hatte ich auch ganz provisorisch nur gezogen, mal ganz am Anfang, wo ich hier auf der Karte angefangen habe. Der kleine Baum hat bisher überlebt. Und der wird wahrscheinlich auch weiterhin überleben. Der steht nicht im Weg. So, jetzt werden wir hier Raps ernten. Schauen wir, dass er anfängt. Jawohl. Da kommt doch Freude auf, wenn etwas so richtig gut funktioniert, wie man sich das vorstellt, ne? Das ist immer schön. Ja, der Drescher ist schon klasse. Den mag ich. Stroh ist aktiviert und er tut, was er soll. So, er hat jetzt nicht eine Wahnsinnsbox, wo er alles reinpackt. Ich habe das extra ein bisschen realistischer gelassen auf 30.000. Aber Raps, so sehr viel fällt ja da nicht an. Bloß wenn ich mir das so angucke, es geht doch ziemlich schnell voran und ziemlich schnell hoch. Also müssen wir uns direkt um einen Abfahrer bemühen. In welchem Traktor sitze ich denn jetzt? Ah, wahrscheinlich in dem da. Kann das sein? Ja, tatsächlich. Ja, ich sollte mir hier auch einen größeren Anhänger besorgen, denke ich mir mal. Oder habe ich das schon gemacht? Ich muss mal gucken. Ich weiß es gar nicht genau. Entweder war es mein Plan oder ich habe den schon umgesetzt. Muss ich mal eben gucken. Denn mit so einem großen Traktor kann man auch einen ordentlichen Anhänger haben. Ja, die habe ich schon hier. Dann nehmen wir den natürlich. Ganz klarer Fall. Ach ja, ich hatte ja das Erntepaket gekauft. Jetzt kommt es mir wieder in Sinn. Ja, ich war jetzt auf der Ellerbach. Das sieht man mal wieder. Da ist man hier fast raus. So, mein Guter. Das ist doch jetzt mal ein tolles Gespann. Wenn ich mir das so anschaue, ne? Jawohl. So, du kriegst jetzt den Auftrag. Und zwar
Drescher abtanken auf der 3. Und das geht nicht in den Fermenter. Nö, 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 nö. Das bringen wir zur Windmühle. Ich hoffe, ich habe die hier in den Zielpunkten. Nein, habe ich nicht. Das habe ich auf der Ellerbach. Also hier, Windmühle anliefern. Dort geht das hin. Ich hoffe, dass das mit... Das ist ja mit einem kleinen Anhänger eingefahren. Ich bin mal gespannt, ob das funktionieren wird. Also schicken wir den mal los. Der muss schon entladen werden, siehst du? Jetzt fährt der hier erst wieder irgendwelche... Ja. Der hat hier überhaupt nicht lang zu fahren. Der sollte geradeaus weiterfahren, aber er hat wohl schlecht gestanden. Komm, halt. Da greife ich jetzt ein. So nicht. Du machst jetzt hier nicht eine halbe Weltreise. Du fährst jetzt ganz, ganz schnell dahin, wo du hin sollst, mein Lieber. So, los jetzt. Zack, zack. Keine Zeit verplempern. Ich hoffe, dass das klappt. In den Anhänger passen 51.200 Liter. Das ist jetzt auch relativ normal. So wie es hier zum Projekt passt. Das kann man ja so zurecht machen, ne? Aber es ist ein tolles Gespann. Ich mag einfach Fendt. Hab jetzt Drescher, Traktor oder was weiß ich. Ist einfach, ist es meine Nummer 1. Das bleibt's auch. Oh, der hat das ganze Vorgewende schon gepackt. Und jetzt wartet er da. Na denn, dann wollen wir mal gucken, ob das jetzt hinhaut hier. Und dann lassen wir die weitermachen. Ja, der Drescher, der hat einen ziemlichen Hügel dahin gepflastert, sehe ich gerade. Da muss ich dann auch schauen, dass das mit dem Ladewagen vernünftig funktioniert. Ich glaube, da muss ich mir auch eine... Ach, ich habe ja schon einen etwas größeren, brauche ich keinen mehr besorgen. Nee, nee. Oh, jetzt wird wohl der Baum hier im Weg sein. Genau, das habe ich mir schon gedacht. Gut, dass wir dabei geblieben sind. Ja, kutscht du durch mich durch. Hauptsache, du tust, was du sollst. Natürlich nicht. Eieiei. Ja, weil er unterbrochen ist hier. Der Drescher steht jetzt auch ganz anders hier. Den hat er angestupst. Warte. Ich stell dich wieder so lang, wie du musst. Das ist natürlich jetzt ein ganz... ganz, ganz dumm gelaufen hier. Wegen dem Baum. Ich setze dich wieder auf deinen Hügel. So. Okay, und dann schalte ich dich natürlich wieder an. So, jetzt hoffe ich, dass der Abfahrer wieder hierher findet. Der trödelt jetzt da vorne rum durch den Zwischenfall, aber er kommt schon an, ja. Ja, vielleicht tust du mal dein Ärmchen ausfahren. Ja, so ist fein. Jetzt kommt er angedüst. Jetzt bin ich gespannt, ob es jetzt klappt. Das warten wir jetzt ab. Jetzt hat sich's eingependelt. Der hat seinen Motor abgestellt und wartet. Prima. Jetzt wollen wir mal gucken. Ich hoffe, dass es funktioniert. Na komm, schleich dich da rum. Wehe, du hast wieder eine Karambolage mit irgendeinem Baum, du. Das wäre nicht so toll, aber ich glaube nicht. Nein. Also die Bäume stehen nur wirklich nicht so dicht dabei, aber wenn sowas dann passiert, ja gut, gegen den Uhrzeigersinn anfangen, na gut, aber daran denkt man doch gar nicht. Da wäre das nicht so gewesen, aber jetzt ist es schon okay. Wenn das nochmal passiert, dann muss ich halt nochmal, da vorne sind noch ein paar etwas dicht stehende kleine Bäumchen, die werde ich vielleicht noch wegnehmen müssen. Jetzt schauen wir aber erst mal.
wie er sich hier langsam ranschleicht. Oh, jetzt wird das Wasser, sieht gut aus. Aha, ich habe da noch was vergessen einzustellen. Der soll beim Abtanken stehen bleiben. Wo war denn das einzustellen? Ja, ich sag's euch, das ist wahrscheinlich auch hier drüben gewesen. Ich gucke hier nochmal rein. War das jetzt hier oben? Hey, 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 hey. Ja, ja, so ist das. Vielleicht habe ich sie auch überlesen. Das kann durchaus sein. Beim Entladen. Ah ja, hier haben wir es. Siehst du? Ich hab's. Ich hab's übersehen. Ja. Beim nächsten Mal jetzt wird er stehen bleiben. Ein Teil hat er ja nun jetzt abgeladen. Er wird bestimmt gleich wieder so weit sein, dass er entladen werden muss. Sieht man ja hier unten. Hier. Jawohl. Ist jeden Moment soweit. Und der da vorne, ich glaube, ich springe gleich mal ab und werde gleich nochmal hier da mich um die kleinen Bäume kümmern dort. Denn ich sehe das schon kommen, dass da wieder, weil der so ungünstig da rumsteht. Unfassbar, dass sie sich immer diese Plätze aussuchen müssen, wo sie gehindert werden, ne? So. Die brauchen unfassbar Platz, habe ich nicht erwartet. Aber ja, da müssen wir halt was dagegen tun. Ist das ein Gemalter hier? Ich glaube ja. Kann ja durchlaufen. Hier kann ich auch durchlaufen. Aber der hier, der ist nicht gemalt. So, ach, und da vorne ist auch noch einer, der ein bisschen eventuell stören könnte. Nehmen wir den auch noch weg, wenn wir schon dabei sind. So, jetzt reicht's aber, hoffe ich. Und da vorne, der will entladen werden. Du tust nicht dergleichen, oder wie? Hm? Mann, 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 Mann. Ich habe mir das ein bisschen einfacher vorgestellt. Angeschaltet Bisse. Brechende Fahrt. Aha. Wie lange wird er das machen? Ist er nicht weit weg? Unfassbar. Bin jetzt nicht sicher, ob ich hier eingreifen soll oder nicht. Aber die ganze Zeit geht ja weg. So ein Video soll 20 Minuten dauern. Das kann man ja fast nie einhalten bei solchen Problemen hier. Ich greife ein. Der rechnet hier wahrscheinlich einen Weg quer durch die Bäume durch. So ein Schwachsinn. So. Ich stell dich mal ein bisschen näher. Und jetzt schalte ich dich wieder an. Aha. Das hat jetzt funktioniert. Na also. Ja, und jetzt ist das Video schon gleich zu Ende. Wir sind schon bei 19 Minuten angekommen. Da wollen wir doch mal sehen, ob jetzt nochmal ordentlich abgeladen wird hier. Oder übergeladen, muss man ja sagen, ne? Ja, das sieht jetzt so gut aus. Da kann ich zufrieden sein. Ich denke mal, der Rest wird sich jetzt hier ganz normal abspielen. Okay, jetzt muss er bloß noch die Frucht verlassen. Ich hoffe, dass er das gleich macht. Denn wenn der Drescher zurückkommt, muss er weg sein. Jawohl. Fährst du noch weiter in die Frucht rein anstatt raus? Du Schlawiner, du. Komm, du bist ein Fendt. Du solltest das richtig professionell machen, mein lieber Freund. Na, das wird nix. Jetzt bleibt der hier stehen. Ich glaub's ja nicht.
noch mal eingreifen. Komm her, raus hier. Der ist schon im Anmarsch hier. Du stellst dich hier außerhalb hin und ruhig. Ich glaube, ich habe Pumuckl hier auf dem Sitz, dass das so komisch funktioniert. So, jetzt wartet er ordentlich auf Ruf. Der Drescher kann hier sehr schön lang fahren, denn der wäre jetzt behindert worden bei der Arbeitsbreite. Ist ganz klar. Und jetzt kann das ablaufen hier. Ich hoffe, dass das jetzt so funktionieren wird. Jetzt springe ich hier mal raus, denn die Zeit ist wirklich um. Ja, meine lieben Zuschauer, was soll man dazu sagen, ne? So geht das manchmal. Ich bedanke mich jetzt ganz, ganz herzlich bei euch allen fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ich freue mich auch schon auf eure Kommentare unter dem Video und sage jetzt erstmal Tschüssi für heute. Macht's gut. Passt bitte gut auf euch auf, bleibt schön gesund. Bis zum nächsten Mal, eure Marietzel.